Ihr Lieben, es geht weiter mit Captain of Industry. Ich bin Marcel, Community Moderator im Team von WB. Und wir schauen mal, ob wir es endlich hinkriegen, unsere Produktionskette hier an den Start zu bringen. Gummi ist ein Problem, um hier weiterzubauen. Vielleicht können wir uns ganz schnell was einkaufen an Gummi. Wir haben 400 Konstruktionsteile, das kostet 20 und Einigkeit ist auch kein Thema. Dann kaufen wir uns hier mal 200. So. Problem gelöst. Den Gummi ein. Farm konnte nicht einlagern. Dann können wir hier nochmal so einen Supermarkt upgraden. Obwohl die Forschung läuft noch, dann bauen wir einfach noch einen weiteren. Das war, glaube ich, genau hier. Lebensmittel noch. Wir haben bald mehr Lebensmittelmärkte als Einwohner. Also irgendwann rollt ihr alle durch den Chat und die Einwohner hier nicht mehr aus dem Haus. Die sitzen dann alle vorm PC und schauen den Stream. Aber es gibt für jeden einen eigenen Lebensmittelmarkt. Muss auch sein. So, Frachtdepot ist fertig. Neue Forschung beginnen. Sind wir eigentlich gerade so vom Fortschritt her? Einen knappen Bildschirm bis hier. Ach, da kommt noch jede Menge. Genau, jetzt Lagerung. Passt. Lebensmittelmarkt erwartet noch ein Produkt. Gemüse. So, ein Schiff hat keine Befehle. So, wir brauchen gleich bestimmt dieses Flüssigkeitsmodul zum Umschlag von Flüssigstoffen wie Öl. Es kann in einem beliebigen freien Platz des Frachtdepots eingebaut werden. Das müssen wir mal gucken. Ah, das ist ein Landmodul, okay. Und wo kann man das jetzt hier platzieren? Da muss man das zuerst bauen. Scheint schon fast so. Ja, jetzt ist die Frage, wo soll das hinpassen? Wo soll das hinpassen? Hier passt's hin. Boah, das ist aber sehr... Das kann nicht überlappen, weil der Bereich hier frei bleiben muss. Das ist natürlich toll. Hier wird es hinpassen. Das war doch gerade irgendwo grün. Hier ist es grün. Ja, dann machen wir es erstmal hier hin. Der Zugang für Schiffe ist blockiert. Das geht nicht. Wie stellen die sich das denn vor? Soll ich das jetzt hier hinstellen? Naja. Erstmal gucken, wie es funktioniert. Kostet jede Menge Rohstoffe. Wahnsinn. Und dann kann man das erweitern, oder wie ist da der Plan? Kein verfügbares Modul im Frachtdepot. Okay, da muss jetzt ein Modul drauf. Da fehlt ein Feld. Hier ist ein großes Feld zu viel und hier fehlt ein Feld. Och Mann. Wie viel Pech kann man haben? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, das bringt uns hier nichts. Schande.
Schande, Schande, Schande. Da ist unser Frachtschiff. Hallo, hallo Frachtschiff. Er schreibt da ja in den Chat. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn das hier überlappt? Muss das komplett getrennt sein, diese ganzen Bereiche? Also, wenn ihr jetzt das Spiel nicht kennen solltet, ne? Wir haben hier diese großen schraffierten Felder und wir haben diese dünnen schraffierten Felder. Es kann doch nicht sein, dass ein Gebäude das jetzt komplett frei haben muss. Dann kann ich ja im Prinzip pro Insel nur zwei von diesen Gebäuden platzieren. Schauen wir einfach mal, was passiert. Hier ist es irgendwie grün. Da passt es. Ja, schauen wir mal, was passiert. Da kommen keine Schiffe hin, das ist ein Handelsdock. Zugang zum Meer wieder freigeben. Vielleicht hier? Cool, das ist hier mit Abflussrohr. Wir brauchen eine neue Insel. Wir kriegen das hier nirgendwo hin. Das ist doch nicht wahr. Hier passt es auch nicht. Da kommen wir nicht hin. Platziert werden. Tarantula. Das passt nirgendwo. Kennt ihr das, wenn man manchmal sich vom Spiel so ein bisschen hintergangen fühlt? Etwas ist im Weg. Hätte ich die zwei Bäume abgerissen. Zieh das blöde Handel, das Depot um. Ja, das brauchen wir aber auch. Das braucht genauso viel Platz. Ich reiße jetzt die zwei Bäumchen hier unten noch ab und dann kommt es dahin. Mein Gott. Baumerntemaschine wollte eh ein neues Gebiet haben. Aber das mit dem Aufschütten ist ein echt guter Punkt jetzt, ne? Wir sollten das hier wirklich mal begradigen. Wir können ja dieses ganze Schüttzeugs, was hier irgendwo mittlerweile angehäuft ist, alles ins Meer kippen und uns hier wirklich mal einen geraden Zugang irgendwie verschaffen. Ich glaube nicht, dass eins von diesen Frachtdepots langfristig ausreichen wird. Apropos, wie sieht's hier aus? Die sind fast fertig. Dann können wir hier Erde verkippen. So, und hier müssen wir den Einzugsbereich dann vergrößern. Denn wenn wir es außerhalb platzieren, dann kann da ja alles verkippt werden. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wo ist der Turm hier? Bereich editieren. Wird da besser passen, weil das keine Bauten hat. Ja, gucken wir gleich mal. So, erstmal hier Löcher auffüllen. Und er sagt, das Handelsdepot soll weg. Bevor wir es aber einfach abreißen, gucken wir erst, wo das neue Platz findet. Einzigartige Modell existiert doch jetzt. Okay, man muss es vorher abreißen. Danke.
Der Schnellabriss dauert hier besonders lange. Das sieht's gut aus. 140 Holz. Eieiei. So, das soll jetzt hier hinpassen. Könnte passen, ne? Hallo? Keine Fehlermeldung. Holz ist da. Baum fällt. So. Depot auf ein zweites Flüssigkeitsmodul. Oh! Was ist das denn hier für ein Kran? Ist das eine Saugpumpe für ein Containerschiff? Oder für ein Frachtschiff? Oder für einen Öltanker? Sieht aber schon cool aus. Mit LNG-Ballons. Das heißt, das Ding stöpselt sich dann hier ein und pumpt das Öl raus. Aber ganz wichtig, Safety first. Cool. Hier würde ich jetzt gerne mal einmal durchlaufen über das Schiff. Aber näher ran kommt man nicht. Wie nennen wir das denn hier, das Frachtschiff? Ein Schiff muss ja immer einen Namen haben. Ein Frachtschiff ist kein Name, das ist eine Bezeichnung. Finde ich total doof. Das müssen wir ändern. Gibt es Vorschläge? Müssen wir jetzt Bauteile holen? Unsinkbar. Das passt aber noch nicht so ganz mit Öl zusammen. Dreckiger Hund! Das ist ein Volltreffer. Das ist der dreckige Hund. Oh Mann. Dschungelschleischix, du hast den Vogel abgeschossen. Baum ist weg. Baum kommt weg. Und dann haben wir hier alles weg. Die lassen wir stehen, da kommen wir schlecht hingefahren mit dem Teil. Und dann müssten wir gleich hier rum vorbeifahren und dann können wir hier hinten riesige Flächen entfernen. So, und ist die spannende Frage, wie kann man das hier wieder zuweisen? Wir haben doch eigentlich... Okay, da fehlt immer noch was. Beladen des Schiffes starten. 120 ist auch kein Thema, cool. Ich habe ja eigentlich was versprochen für die Folge, ne? Dass wir das hier weiterbauen. Abgelenkt von allem hier. So, der Hochofen. Nach hier gebaut. Ist dann...
können ja mal in den Blaupause-Modus gehen. Das war Platz hier. Weil die Produktionskette kennen wir ja alle noch nicht. So, geschmolzenes Eisen war richtig. Aber nicht aus Schrott, sondern aus Erz. LKW-Import aus, Export auch. So, da dran kommt jetzt von hier unser Material. Einmal so. Und einmal so. Und das eine Feld macht es jetzt auch schön gerade. Dann wäre das verhackstückelt. Da kommt wieder Abgas dran. Ein kleines Schornsteinchen. So, das erzeugt wieder Schlacke. Die Schlacke können wir ja genau hier drüber zurückleiten in den Prozess hier hinein. Das hat doch super funktioniert. Machen wir aber gleich. Merken. So, dann haben wir hier die beiden Rinnen. 12 kommt pro Rinne raus. Das ist der geschmolzene Stahl. Was brauchen wir da jetzt? Genau, ein Sauerstoffkonverter. Der kommt direkt dahinter. Das O2 kommt von links, das passt auch gut. So. Wenn die kompletten 24 hier rüber gehen, brauchen wir nur einen Eingang. Darum. Hier brauchen wir jetzt ein Rohr. Der macht immer automatisch zwei Rohre. Das gefällt mir aber nicht. Da reicht ein einer Rohr. So. Dann haben wir jetzt hier, wie heißt es, geschmolzenen Stahl. Genau. 12. Da haben wir jetzt die gekühlte Gießerei. Könnte sie fast anschließen, okay. Ein Feldabstand geht. Das Wasser kriegen wir hier durch. Das passt auch. Okay, das heißt also, diese Produktionskette kann man eigentlich schön linear bauen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann können wir die auch nach links duplizieren, wenn es notwendig ist. So, Wasser hatten wir doch hier auch in der Nähe. Da können wir direkt drüber gehen. Anheben, Taste E, jetzt mal gucken. So. Ist noch nicht final das Rohr, ne? Das müssen wir irgendwann nochmal verschieben, wenn wir wissen, was hier genau noch nebenkommt. Spannende Frage, haben wir genug Rohstoff, um das alles zu bauen gleich? Hier ist nochmal Dampf, Abgas. Auch nochmal, oh Gott. Wir verpesten die ganze Insel. Und jetzt können wir das hier noch anschließen. Okay, dafür ziehen wir das aber noch ein bisschen nach links, dann können wir dann nämlich sauber oben drüber bauen und müssen da nicht gucken, was wir da machen. Geradeaus bitte. So.
ist die richtige Höhe. Ah, noch mehr kann man nicht, dann gehen wir hier einfach drüber. Weit. Oh. Nein! Nicht abreißen. Nein. Jetzt, wenn man einmal zu viel Escape drückt. Wir können das ja erstmal bauen. So. Abgasrohr in die Mitte könnte ich machen, hat aber in der Vergangenheit auch schon mal zu Problemen geführt. Deswegen mache ich konsequent, lieber Matze, immer ein einzelnes. Das sieht sogar noch schöner aus so. Und dann hier dran. So. Das hier ist ja schon sogar hinfällig. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir den ganzen Krams hier auch bauen können. Da gibt es eigentlich einen Button für. Ich glaube nicht, dass man die alle manuell anklicken muss. Aber ich benutze diesen Blaupausenmodus sehr selten, muss ich gestehen. Gebiete, das ist richtig. Du sollst auch nichts abbauen, du sollst eigentlich nur noch verschütten. Dann musst du jetzt Erde abbauen. So, und die können wir eigentlich von hier nehmen, weil da ist nichts. Gerade werden und dann hier die Erde weg. Habt ihr keine weiten Fahrtwege? Forschung auswählen. Genau, da wollten wir auf die Lebensmittelmärkte 2 erstmal gehen. Für deutlich mehr Lagerkapazität. Hier sind die großen Lager, das können wir uns mal anschauen. Ist hier irgendein Lager zufällig voll? Das ist voll. Konstruktionsteile. Verbessern. Gucken, wie das aussieht. Spannung steigt. Genau doppelt so viel Platz. Also einfach nur nochmal eins oben drauf gesetzt. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Voll. Und das hier
müssten wir eigentlich mal leer halten. Ja, schön. Dann haben wir da auch deutlich mehr Platz. Wie ist das eigentlich mit dem Schiffchen? Hat das mittlerweile die Konstruktionsteile geladen? Oder ist das immer noch irgendwie ein Problem? Fracht beladen. Wir können das Schiff auf den Weg schicken. Das ist sehr schön. Fracht ausliefern. Bitte eine Bohrinsel bauen und Öl fördern. Lager können wir auch mal gucken. Der Kalkstein ist bündig. Kupfererz auch. Kohle, ha, geht so. Hier ist genug Kohle. Rohstoffe kann man nie genug einlagern. So, ein Flüssigkeitsspeicher ist auch ein spannendes Thema. Dann können wir nämlich noch mehr Diesel einlagern, als wir eh schon übrig haben. Wird jetzt auch so, wird der auch doppelt so hoch? Ha, wie cool. Mal rüberpumpen. Oh, der ist schon voll, Wahnsinn. Ah, vom Schiff zur Bohrinsel gelieferte Fracht. Das ging hier wieder echt schnell. Dran gearbeitet. So, die anderen klicke ich jetzt einmal an, dass die orangenen Pünktchen weg sind. Und hier gibt es jetzt Frachtdock Schüttgutmodule. Also kann man auch Kohle von anderen Inseln holen. Okay. So, und jetzt unsere neue Produktionskette müsste auch eigentlich am Start sein. Ausgabe voll. Was ist denn hier voll? Die Schlacke ist voll. Oh, hier fehlt wieder ein Feld. Und das auch noch schnell zu Ende bauen. Das würde ich mir gerne einmal noch mit euch anschauen hier. Nicht genug Arbeiter, oh Gott. So, wir einmal den Bohrturm einschalten. Beziehungsweise wir können uns ja auch mal eben 10 Einwohner erhandeln. Das ging doch irgendwo. Können wir schnell aufnehmen. Nicht genug Wohnraum. Au, wow, 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 wow. Dann mal bitte upgraden. Schnell verbessern. So, genau da fehlen es die Personen. Da muss die Farm einmal ganz kurz auf Pause gehen. Metall. Hier fehlt es. Er hat S8 bekommen. Da gibt es doch 24 aus. Wieso hast du S8 bekommen? Hä? Der wird da reingefüllt. Jetzt wird der Sauerstoff reingepresst.
ist schon ein schickes Spiel, ne? Kann man nicht anders sagen. Kommt's raus. Ja, das hier sollte jetzt fast genauso aussehen wie eben auch, nur dass da jetzt noch Wasser drauf gesprüht wird zum Ablöschen, zum Härten. Abschrecken heißt es, genau. Ja, schön. Hier kommen unsere ersten Platten raus. Die können wir jetzt hier in ein Lagerhaus packen. Aber das schalten wir noch wieder ein. Es fehlen zwei Arbeiter. Die kommen über den Leuchtturm. Und das können wir wegdrücken. Und das soll es für diese Aufzeichnungsstaffel und für diesen Stream gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bis dahin. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Marcel.